Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 139 Erinnerungen Zweiter Teil. Auf dem Weg in die große Halle traf Hermine auf Draco, der sie fragte: Kann ich nachher mal mit dir reden? Mit Harry auch? Etwas verdattert nickte sie, doch bevor sie fragen konnte, um was es sich handeln würde, war er bereits zum Tisch der Slytherins gegangen. Während Hermine durch die Reihen bis nach vorne zum Lehrertisch ging, machte sich eine wohlige Stimmung in ihr breit, denn die Schüler waren sehr ausgelassen und fröhlich, weil sie sich auf ihr Zuhause und das Weihnachtsfest freuten und sie steckten Hermine mit ihrer guten Laune an. Als sie vorn angekommen war, hatte sich längst ein freundliches Lächeln auf ihrem Gesicht ausgebreitet. »Guten Morgen, Hermine«, sagte Harry grüßend, und er war ganz offensichtlich in der gleichen Stimmung wie sie selbst. »Guten Morgen«, erwiderte sie, bevor sie wie üblich auf ihrem Stuhl Platz nahm, sodass zwischen ihr und Harry eine Lücke klaffte. Severus war noch nicht da und ob er das Frühstück in der großen Halle einnehmen würde, war fraglich. Eine warme Stimme grüßte fröhlich von hinten in die Runde. Remus war gerade durch den Eingang für die Lehrer gekommen. Er würde so lange in Hogwarts bleiben müssen, bis die Schüler behütet in den Zug eingestiegen waren und Hogsmeade von den Auroren wieder freigegeben worden war. Von Albus hatte er daher die Einladung erhalten, am Lehrertisch Platz zu nehmen und ohne zu fragen, setzte er sich einfach zwischen Harry und Hermine, bevor die drei nett zu plaudern begannen. »Und?«, fragte Remus an Hermine gewandt, während er sich eines der warmen Brötchen nahm. »Gestern noch eine kleine Wanderung unternommen?« Sie verzog das Gesicht und antwortete: »Ich bin nicht weit gekommen, konnte den Schutzzauber nicht aufheben. Was auch immer sich hinter der Tür verbergen mag, wird ein Geheimnis bleiben.« Sie nahm es gelassen. Tonks hat erzählt, dass die Experten die Kisten bereits abtransportiert haben. Weniger erfreulich war wohl das Auftauchen der Vergissmich gewesen. »Wie bitte?«, fragte Hermine erbost. »Da kommen extra Muggel her, die uns helfen, und so danken wir es ihnen. Das ist unerhört. Ich hoffe, Kingsley ist bald mit dem Gesetz fertig.« »Ja, das hoffe ich auch«, stimmte Remus betroffen zu. »Ach, Harry?« Hermine lehnte sich nach vorn. »Draco möchte nachher mit uns reden. Frag mich nicht, was er möchte. Ich habe keine Ahnung.« »Ich habe heute nichts vor«, versicherte Harry, der sich gerade ein Glas Kürbissaft einschenkte. Hermine, die sich in aller Ruhe einen Apfel in ihr Müsli schnitt, sagte ein wenig traurig: »Ich find's schade, dass der Weihnachtsball dieses Jahr wegen der unangenehmen Situation mit den Muggeln ausgefallen ist.« »Sicherheit geht nun mal vor«, warf Remus ein. Einen Blick zur Seite werfend, fiel Hermine etwas auf. »Albus sieht heute so ernst aus.« Sich selbst davon überzeugend, blickte Remus zum Direktor hinüber, der wenige Stühle weiter saß, bevor er zustimmte. »Ja, er macht sich große Sorgen um die Schüler. Er wird sie heute zum Bahnhof begleiten, zusammen mit den Auroren, die Kingsley her schicken wird.« »Ich glaube, heute wird gar nichts passieren«, klang Harry sehr geruhsam. »Was soll schon geschehen? Die Waffen sind weg, die Auroren haben alles abgeschirmt. Kingsley führt sie an. Da mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen.« Remus wollte ihm glauben und er hoffte auf ein erleichterndes Gefühl, aber es blieb aus. Tonks war heute ebenfalls in Hogsmeade und er wollte sich gar nicht ausmalen, was alles Schlimmes geschehen konnte. »Wie werdet ihr so eure Weihnachtsferien verbringen?«, wollte Remus wissen. Den Anfang machte Harry, denn er erzählte: »Ginny und ich bleiben die meiste Zeit hier, aber an den ersten zwei Weihnachtsfeiertagen gibt's ein Familienfest. Wir übernachten dann außerhalb, bei Molly.« »Und Heiligabend?«, fragte Hermine. »Da sind wir hier in Hogwarts.«
Oh, schön, sagte Hermine, doch es schien, als würde sie mit etwas zurückhalten. Warum fragst du? Stichelte Harry. Na ja, könnte ich mich Heiligabend vielleicht euch anschließen? Natürlich nur, wenn ich nicht störe. Hermine, du wirst die Patentante von Nikolas und du bist außerdem meine beste Freundin. Natürlich kannst du zu uns kommen. Dass du das überhaupt noch fragst. Harry schüttelte den Kopf, lächelte jedoch. Hast du denn dieses Jahr zu Weihnachten gar nichts vor? Ich hab's vergessen, murmelte sie. Überrascht fragte Remus. Vergessen? Ich wollte eigentlich mit meinen Eltern die Feiertage verbringen. Aber weil ich mich nicht gemeldet habe, haben sie sich bei Verwandten eingeladen. Und zu denen möchte ich wirklich nicht, erklärte Hermine. Wieso nicht? Fragten Remus und Harry gleichzeitig. Bitte, das möchte ich wirklich nicht erklären. Wir haben da gewisse Differenzen. Von sich ablenken wollend, fragte sie Remus. Was machst du so? Tonks hat über die Feiertage leider Dienst und Ted und Andromeda werden wohl zum Fest wieder einmal vor der Kälte in den Süden fliehen. Also werde ich Rosmerta wahrscheinlich anbieten, ihr beim Weihnachtsgeschäft zur Hand zu gehen, obwohl sie meinte, es wäre nicht notwendig. Wenn Hermine schon zu uns kommt, dann komm du doch auch. Tonks kann ja abends nachkommen, wenn sie es schafft, bot Harry wie selbstverständlich an. Gleich im Anschluss fügte Remus hinzu. Harry, ich habe gesehen, dass du eben mit den Augen gerollt hast. Und zu Recht. Würde ich das Angebot machen, wenn du eine Belastung wärst? Ich bitte dich, Remus, sagte Harry vorwurfsvoll. Einen Moment, überlegte Remus, während er seinen gesüßten Kaffee mit dem Löffel umrührte. So ein gemütliches Zusammensein am Heiligabend wäre genau das Richtige für ihn. Ich könnte, begann Remus zögernd, vielleicht etwas Eierpunsch machen. Das Mitbringsel war in seinen Augen zu wenig, weswegen er noch schnell anfügte. Und ein paar Plätzchen backen. Du bist unser Gast, Remus. Du musst gar nichts mitbringen, außer dich selbst und gute Laune, stellte Harry klar. Nur am Rande hörte Harry, wie Remus zustimmte, denn seine Augen hatte er nun auf die vielen Schüler gerichtet, die in dem festlich geschmückten Saal ausgelassen scherzten und lachten oder Adressen austauschten, damit sie während der Ferien per Eule in Kontakt bleiben konnten. Ein warmes Gefühl breitete sich in ihm aus, als er sich an seine eigene Schulzeit erinnerte und natürlich auch an die Weihnachtszeit. Ihm war noch gut in Erinnerung, wie Percy einmal sein geliebtes Koboldsteinspiel seinem Bruder Ron überlassen hatte und natürlich hatten Harry und Ron mehrmals damit gespielt. Es war auch hier in Hogwarts gewesen, wo Harry seine ersten richtigen Weihnachtsgeschenke bekommen hatte. In dem allerersten Päckchen, dessen dickes braunes Papier er noch immer deutlich vor seinem inneren Auge sehen konnte, hatte er eine grobe, aus Holz geschnitzte Flöte von Hagrid gefunden und die Töne, die sie von sich gab, hatten wie Eulenrufe geklungen. An das zweite Geschenk wollte sich Harry nicht erinnern, denn es war von Onkel Vernon und Tante Petunia gewesen. Er hatte es gleich an Ron weitergegeben. Alle weiteren Geschenke waren ausnahmslos wunderschön gewesen. Die Flöte und seinen ersten selbstgestrickten Pullover von Molly mit dem großen H vorn drauf hatte Harry noch immer in seinem Besitz, selbst wenn der längst viel zu klein für ihn war. Verträumt blickte Harry zum Tisch der Gryffindors hinüber, und obwohl er hier oben am Lehrertisch saß, kam es ihm vor, als würde er dort unten zwischen den ganzen Schülern sitzen und sich auf die gemeinsamen Feiertage mit den Freunden freuen. Seine Augen erhaschten einen Blick auf Ginny, die gerade einer Klassenkameradin um den Hals fiel. Harry begann zu lächeln. Endlich, dachte er erleichtert, wäre Weihnachten für ihn wirklich ein Familienfest. Denn er würde die Zeit mit seiner Verlobten verbringen. Im nächsten Jahr wäre sie bereits seine Frau. Entspannt atmete er tief ein und befreit wieder aus. Während er einen Moment lang auf seinen Frühstücksteller schaute und sich ein wenig Rührei auf die Gabel schob.
Das behagliche Gefühl in seiner Brust war die ganze Zeit über gegenwärtig. Als er wieder aufblickte, schien für ihn die Zeit stehen zu bleiben. Er konnte nicht anders, als wie in Trance auf die vielen Schüler zu starren. Harry? Fragte Remus, doch die Stimme klang weit weg, sodass er sie nur als Echo wahrnahm. Auch Hermine war aufgefallen, dass Harry abwesend schien, weshalb sie ihm ebenfalls ansprach, doch er antwortete nicht, sondern blickte weiterhin in die Schülermenge vor sich, ließ seinen Blick kurz auf einem der Kinder ruhen, bevor er das nächste anblickte. An Remus vorbei ergriff Hermine seine Hand, die noch immer die Gabel hielt, und sie zudrückte, als sie leise fragte: Harry, ist alles in Ordnung? Seine Augen nicht von den Schülern abwendend, sagte er leise, aber unhörbar mit Verzückung in der Stimme: Ich sehe ihre Farben, Hermine. Im selben Moment, im Mungus, machte Lucius sich gerade am Waschbecken des sehr bescheiden ausgestatteten Badezimmers frisch. Im Spiegel betrachtete er sein Antlitz und stellte für sich selbst fest, dass er sehr abgekämpft wirkte. Vielleicht, dachte er, sollte er mehr essen, denn sein Verhandlungstermin lag nicht mehr fern. Er wollte einen guten Eindruck hinterlassen, auch äußerlich. Niemals würde er es laut von sich geben, aber ein wenig Angst hatte er vor dem Gerichtstermin schon. Das Veritaserum Plus würde ihm sämtliche Geheimnisse entlocken, doch er selbst hatte es so gewollt. Es lag ihm viel daran, seine Kooperation deutlich zu machen. Sorgen machte er sich nur ein wenig um die Zaubergamut-Vorsitzende Rosalind Baltimore. Sie war diejenige, in deren Hände er sein Schicksal gelegt hatte. Ob sie auf ihn und seine Drohung reagieren würde, hatte der frühe Termin am 12. Januar bestätigt. Sie war ihm bereits entgegengekommen und weil der Termin schon festgelegt worden war, durfte er davon ausgehen, dass alle Mitarbeiter, die er auf seiner Liste niedergeschrieben hatte, der Verhandlung beiwohnen würden. Fraglich war, ob die sich alle noch daran erinnern würden, dass Lucius sie in der Hand hatte. Doch andererseits hatte er jedem Einzelnen im Laufe der Jahre mehrmals vor Augen gehalten, was er von ihnen wusste und dass er ihre kleinen Geheimnisse auch gegen sie verwenden würde. Sein Spiegelbild zeigte ihm, dass er überheblich lächelte. Im Moment kam er sich selbst wieder wie der Mann vor, der er vor Jahren gewesen war. Ein kurzes Klopfen kündigte Schwester Marie an. Aus dem Bad kommend und seine Lieblingsschwester begutachtend, sagte er: Meine Güte, geht es Ihnen gut? Er wollte ihr nicht an den Kopf werfen, dass sie mit den dunklen Augenringen und den müden Lidern grauenvoll anzusehen war. Sie stöhnte laut, sagte jedoch ehrlich: Ich habe Ihnen ja von der neuen Patientin erzählt, um die ich mich jetzt exklusiv kümmere. Sie... Marie druckste herum, entschloss sich jedoch, ihm nicht die ganze Wahrheit zu sagen. Sie scheint tot zu sein, aber sie lebt. Das ist eine wirklich seltsame Krankheit. Eine Krankheit? Wiederholte er mit einem komischen Gefühl in der Magengegend. Erzählen Sie mir davon, Marie. Er hatte ungewöhnlich besorgt und gleichzeitig interessiert geklungen, doch Marie machte ihm verständlich: Ich werde nichts Genaues erzählen dürfen, Mr. Malfoy. Oh, ich verstehe, Marie. Verzeihen Sie, wenn ich Sie in eine heikle Lage gebracht haben sollte. Ich dachte nur, er legte den Kopf leicht schräg, ich könnte vielleicht sogar helfen. Dass Mr. Malfoy das dunkle Mal trug und im Allgemeinen nicht nur wortgewandt, sondern auch sehr links sein konnte, hatte sie sich immer vor Augen gehalten, wenn sie mit ihm gesprochen hatte, weswegen sie jetzt zögerte, ihn ohne Bedenken einzuweihen. Vielleicht, begann er, könnte die Patientin unter einem Fluch leiden,
der in gewissen Kreisen gern angewandt worden war. In Kreisen, zu denen ich mich bedauerlicherweise zählen muss. Sie kniff skeptisch die Augen zusammen. Doch auf der anderen Seite könnte er womöglich recht haben, dachte sie. Meinen Sie nicht, Mr. Malfoy, dass Mr. Shacklebolt oder Miss Tonks... Miss Tonks? Unterbrach er, denn natürlich war ihm der Nachname der Schwester seiner Gattin bekannt. Ja, Miss Tonks, eine Aurorin. Meinen Sie nicht, einer von beiden wäre auf diese Idee gekommen und hätte sich mit Ihnen darüber unterhalten, wenn man die Möglichkeit in Betracht ziehen würde, es könnte sich bei dem, unter was Miss Parkinson leidet, um einen schwarzmagischen... Warten Sie, Miss Parkinson? Sie bemerkte, wie der Name etwas in ihm bewegt hatte. Wollen Sie mir jetzt vielleicht weismachen? Begann sie vorwurfsvoll. Dass Sie Miss Parkinson kennen? Vielleicht kennen Sie sie genauso gut wie Miss Greengrass. Die Dame hatte mir nämlich kurz vor ihrer Entlassung erzählt, sie wären mit ihrem Sohn zwar zur Schule gegangen, hätten sie aber höchstens ein- oder zweimal gesehen. Sie haben mich angelogen, Mr. Malfoy. Natürlich erinnerte sich Lucius daran, wie er am ersten Tag im Mungos das Gespräch des Pflegers und der Schwester belauscht hatte und wie er im Verlauf des Tages die spärlichen Informationen dazu benutzt hatte, um noch mehr aus Schwester Marie herauszubekommen. Ich wollte nur sehen. Er hatte sehen wollen, ob er noch dazu in der Lage wäre, Sicherheit und Vertrauen vorzugaukeln, um Informationen an sich zu reißen. Marie, wir kannten uns damals doch gar nicht. Es war für mich nur... Er schüttelte den Kopf, denn egal, was er sagen würde, sie würde ihm sowieso nicht glauben. Sich zusammennehmend, erklärte er ganz offen und mit sicherer Stimme. Miss Parkinson, Miss Pansy Parkinson war die Tochter eines meiner Geschäftsfreunde. Sie war mit Draco in der gleichen Klasse gewesen, im gleichen Haus sogar. Beide sind zum Weihnachtsball gegangen, als das trimagische Turnier stattgefunden hatte. Sie war, wenn ich es so nennen darf, meine bevorzugte zukünftige Schwiegertochter. Aber das hat sich offensichtlich längst erledigt. Miss Parkinson war häufig zu Gast in Malfoy Manor. Möchten Sie eine Personenbeschreibung? Lucius wartete nicht auf eine Antwort. Sie war, als ich sie das letzte Mal gesehen hatte, über 1,60 Meter groß, hatte schwarze Haare und braune Augen. Ihr Gesicht möchte ich, ohne beleidigend zu wirken, als rund bezeichnen. Warum denken Sie, dass Sie womöglich helfen könnten? Wollte Marie nach einer Weile wissen. Weil die Todesser sich viele Qualen für diejenigen ausgedacht haben, die sich dem dunklen Lord in den Weg gestellt hatten? Antwortete er, wie aus der Pistole geschossen. In der großen Halle war Harry noch immer von dem farbenfrohen Anblick so gefesselt, dass er nichts verpassen wollte. Er wollte nicht einmal blinzeln. Sein Mund stand ein wenig offen, doch die Mundwinkel waren zu einem erfreuten Lächeln nach oben gezogen. Hermine war völlig handlungsunfähig. Sie wusste nicht, was sie tun sollte, und Remus ging es nicht anders. Der Moment, den Harry gerade erlebte, schien sehr überwältigend für ihn zu sein, aber keinesfalls bedrohlich. Es war nicht so, dass er niemanden mehr sehen konnte. Im Gegenteil, er konnte alle Menschen sehen und zusätzlich noch etwas mehr von ihnen. Sich zusammennehmend, fragte Hermine. Siehst du auch meine Farben? Es dauerte einen Augenblick, bis Harry sich von dem Anblick der bunt schillernden Schüler lösen konnte, bevor er zu seiner Freundin hinüberblickte. Hermine und Remus benötigten keine Antwort auf ihre Frage. Harry beäugte Remus,
als würde er ihn zum ersten Mal in seinem Leben zu Gesicht bekommen und deswegen war es für Hermine eindeutig, dass er dessen Farben wahrnehmen konnte. Von diesem Erlebnis war Harry so ergriffen, dass er keine Worte finden konnte. Er konnte seinen Blick einfach nicht mehr abwenden und betrachtete daher unverhohlen den Freund neben sich, der schon der Freund seines Vaters gewesen war, denn der leuchtete unerwartet in kräftigem Rot und Gelb. Einzig eine Stelle fiel ihm an Remus besonders auf, denn sie war ergraut und schwamm oben auf wie ein störender Ölfleck, der von langsamem Strom der Magie mitgetragen wurde. Der dunkle Fleck am Brustbein schien wie eine Last, wie eine Unzufriedenheit, die nicht ausradiert werden konnte. Harry beobachtete diesen auffälligen Klecks, der leidig ins Auge stach und nun dabei war, gemächlich hinauf in Richtung Schulter zu fließen. Als dieser gräuliche Fleck nicht größer als ein Schnatz die Schulter erreicht hatte, da packte Harry zu und erst da bemerkte er, dass er auch seine eigene Farbe sehen konnte. Das Gold seiner Hand schien zu schmelzen und ein paar Tropfen perlten von ihr ab, die sich erst deckend, dann allmählich verblassend mit Remus Farben vermengten. Die graue Stelle, die Harry hatte greifen wollen, kroch unter seiner goldenen Hand hervor und schien ein wenig unter der Einwirkung seiner Magie gelitten zu haben, denn sie war, wenn auch nur geringfügig, kleiner geworden. Diese aschfahle Nuance, noch mit den Augen verfolgend, fühlte Harry plötzlich eine Hand auf seiner, weswegen er aufblickte. Remus lächelte ihn an und tätschelte freundschaftlich seine Hand, die er nach einem Moment von Remus Schulter nahm. Remus? Hörte Harry Hermine leise sagen. Nur zur Information, du sitzt auf dem Platz, auf dem Severus sonst immer sitzt. So eine Information würde sie nicht ohne Grund geben. Und so blickte Harry wieder nach vorn zu den vielen Schülern, deren junge Magie oft noch einfarbig anzusehen war und mitten unter ihnen, in sämtliche Grautöne gehüllt, erkämpfte sich Severus einen Weg durch die unruhige Menge. Der Kontrast, den Severus darstellte, war so erschütternd, dass der Anblick Harry aus dem Gleichgewicht brachte. Obwohl er Severus' Magiefarben von Hermine bereits erfahren hatte, so war es doch etwas völlig anderes, sie mit eigenen Augen zu sehen. Die graue Erscheinung war trostlos, bedauernswert und elend anzusehen, als sie an den ganzen farbenfrohen Gestalten wie ein düsterer Schatten vorbeihuschte. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.